Ja, hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt und genießt noch die schönen Feiertage. Ja, heute möchte ich ja mit einer alten Tradition eigentlich fortsetzen. Ich möchte ein paar Geschichten erzählen, genauer gesagt drei Kurzgeschichten aus meiner Kurzgeschichtensammlung. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, sie gefallen euch. Es ist heute ein etwas anderes Video. Dennoch denke ich, zu dieser Zeit kann man das ruhig auch einmal machen. Ja, bevor wir in die Geschichten einsteigen, möchte ich nur einmal darauf hinweisen, wir hatten letztes Jahr über den Ursprung von Weihnachten gesprochen, deswegen kam mir die Idee mit den drei Kurzgeschichten. Wer das Video noch nicht kennt, ihr findet es nachher in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei den drei Geschichten. Der Feenschrei. Ein Feenschrei erklang über die Täler vom Norden her. Die Bauern, die ihn hörten, ließen ihre Arbeit stehen. Kein Pflug forschte durch den Acker, kein Pflücker beugte sich nach Erdbeeren. Selbst die Schafe mähten nicht mehr. Alles war still. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen«, mahnte Thierry. »Ja, hinterher kann das jeder sagen«, entgegnete Lori. Die kleine Mondfee rieb sich mit der Hand über ihre Stirn. Eine beachtliche Beule wurde schnell sichtbar. Ihr Schmerzgefühl wurde durch das Reiben der Stirn ein wenig gelindert. »Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht durch die Äste passt«, maßregelte Thierry erneut. Thierry ist die beste Freundin der Mondfee und Mitglied des Elfenvolkes. Seit die Mondfee Lori bei einer Mondfinsternis geboren wurde, wachte Thierry über sie. Sie war nicht nur ihre beste Freundin, sondern auch ihre Lehrerin. Denn eine so junge Fee hat keine Ahnung, was auf dieser großen, weiten Welt vor sich geht. Als Elfe ist Thierry natürlich viel kleiner als Lori und passte somit leichter durch das Astgewirr. Aber Lori mit ihrem Dickkopf wusste es ja besser, dachte sie jedenfalls. »Das tut ganz schön weh, Thierry«, jammerte Lori. »Selbst schuld, du wolltest ja nicht auf mich hören.« Dennoch hatte Thierry Mitleid mit Lori und mahnte nicht weiter. Sie flog mit ihren kleinen Flügeln um Loris Kopf herum und streute Lori ein wenig Elfenstaub auf die Beule, die kurz darauf, als wäre sie nie da gewesen, verschwand. »So bitte, jetzt passt aber besser auf«, Lori streichelte vorsichtshalber nochmal über die Stelle, wo die Beule gewesen war. Sie war verschwunden. »Danke, Thierry, wüsste nicht, was ich ohne dich machen sollte.« »Ja, schon gut. Komm jetzt, wir müssen uns beeilen.« Richtig sauer konnte Thierry nie werden. Dafür hatte sie die kleine Mondfee Lori zu tief ins Herz eingeschlossen. Sie machte sich einfach immer Sorgen um Lori. Sie ist so schrecklich unvorsichtig und temperamentvoll. Sie schimpfte nur mit ihr, weil sie sich sorgte. Manchmal dachte Thierry, es würde ewig dauern, bis die Mondfee erwachsen wird. Doch für einen Elfen, der leicht ein paar tausend Jahre alt werden konnte, bedeutete Zeit nicht allzu viel. Die Mondfee lief hinter Thierry her, die vor ihr flog. Die Flügel von Thierry summten ganz leise durch die schnellen Flügelbewegungen. Doch man musste schon genau hinhören, um das Summen wahrzunehmen. Sie erreichten ihr Ziel nach einer kurzen Weile und Lori dachte jedes Mal, wenn sie den großen alten Elfenbaum sah, dass es das Schönste im ganzen Wald sei. Sein kurzer, mächtiger Stamm stand in der Mitte einer Lichtung, die nie ein menschliches Wesen gesehen oder gefunden hatte. Dafür sorgten die Irrlichter im Wald. Sein weißer Stamm hing in hunderte Wurzeln über den Waldboden. Schneeglockenblumen bedeckten den Boden fast vollständig. Soweit sich Lore erinnern kann, blühten sie das ganze Jahr unter dem Stamm. Nach oben her teilte sich der Stamm in viele gleiche dicke Äste, die sich nach außen wölbten und zur Spitze wieder schlossen.
wie die bei einem alten Kirchturmdach. Alle Äste waren mit kleineren Ästen bestückt, an den weißen Blüten den Baum bedeckten. Der Duft, den die Blüten ausströmten, war süßlich und betörend. Das emsige Treiben der Elfen um den Elfenbaum glich einem Bienenschwarm. Hunderte Elfen kreuzten quer den Baum herum. Unmöglich für Nicht-Elfen einen Sinn in diesem Wirrwarr zu finden. Durch den Duft des Elfenbaumes fanden die Elfen immer wieder zu ihrem Baum zurück, egal wie weit die Elfen entfernt sind. Der Duft ist überall, sagte einmal Thierry, als Loridana fragte. Fragen hatte Lori immer viel. Doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um etwas zu fragen. Eine große Versammlung war anberaumt worden. Die Elfenkönigin Baba hatte sie persönlich angefordert und alle Elfen mussten kommen. Das zählte natürlich auch für die kleine Mondfee, dessen Mutter auch schon bei den Elfen großgezogen wurde. Der Elfenbaum ließ Lori bis auf die Größe der Elfen schrumpfen, sobald Lori in dessen Nähe kam. Wie es geschah, konnte selbst Thierry nicht erklären. Thierry nahm jetzt die noch kleinere Mondfee auf und flog mit ihr auf den Elfenbaum, um noch näher zu. Für Lori sah jetzt alles viel größer aus als vorher. Das jede Nacht passierte, denn alle, auch die Mondfee, übernachteten im Elfenbaum. Der Eingang befand sich in mittlerer Höhe des Stammes. Es war eine ovale Öffnung im Stamm mit dicker Rindenwulst als Rahmen. Die Elfenwachen mit ihren Stäben als Bewaffnung ließen jeden unerlaubten Eindringling sofort einschlafen. Lori und Thierry durften natürlich passieren. Weil Thierry eine hohe Beraterin der Königin war, salutierten die Wachen vor ihr. Lori konnte sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Thierry drehte ihren Kopf und schaute Lori argwöhnisch an. Die meisten Elfen hatten großen Respekt vor Thierry wegen ihrer hohen Stellung. Der Hauptgang, in den die beiden jetzt waren, führte sie spiralförmig nach unten, zum Inneren des Elfenbaumes. Es gab auch Gänge, die nach oben verliefen, doch heute mussten sie nach unten. Ihr Erscheinen war im Thronsaal gewünscht. Als sie den Thronsaal erreichten, den Lori bis jetzt nur wenige Male gesehen hatte, waren schon viele Elfen versammelt. Auch aus den Nachbarreichen waren unzählige Elfen vorhanden. Bergelfen, Wiesenelfen, alle waren jetzt hier bei den Waldelfen. Der Thronsaal selbst war länglich und gebogene Säulen am Rand verzierten ihn. Wie Walrippen bis zur Decke. Lore und Thierry bahnten sich ihren Weg nach vorne. Der Thronsaal der Königin stand in der Mitte und auf einer erhöhten runden Sockel. Der Thronsessel war der älteste Gegenstand des gesamten Elfenreiches. Es war ein weißer, fast durchsichtiger Bergkristall, in dem der Sitz eingearbeitet wurde. Reiche Verzierungen in Elfenschrift waren eingeritzt worden seit der ersten Königin bis heute. Glück gehabt, meinte Lori zu Thierry, die Königin ist noch nicht da. Thierry schaute Lori kurz an, mit einem seltsamen Blick. Thierry stellte sich rechts neben den Thronsessel und stand still. Lori blieb vorne in der Menge stehen und schaute ganz aufgeregt hin und her. Plötzlich schimmerte die Luft um den Thronsessel, Konturen wurden sichtbar, langsam, dann immer deutlicher. Die Elfenkönigin war erschienen in ihrer vollen Pracht. Sie war vollkommen weiß, etwas größer als normale Elfen und trug ein Zepter von dem letzten Einhorn, das gelebt hatte. Sie saß auf dem Thronsessel und alles Gesummte verstummte. Ich danke euch allen für euer Hiersein, sprach sie ganz langsam und würdevoll. Leider gibt es einen schlechten Grund dafür, dass wir uns heute hier versammeln. Leises Raunen ging durch das Elfenvolk, selbst Lori war angespannt. Meine Kundschafter brachten mir schlechte Nachrichten aus fernen Landen. Diese Bedrohung muss aufgehalten werden. Jetzt stand die Elfenkönigin auf und trat einen Schritt nach vorne. Es ist Eile geboten. Nur eine unter uns kann sich der Macht entgegenstellen. Die Elfenkönigin hebt ihre Hand und Lori begann zu schweben und gleitete langsam auf die Königin zu. Es gibt einen Grund, warum immer eine Mondfee unter uns Elfenvolk lebt. Heute wird sich die Prophezeiung erfüllen.
Lori war jetzt ganz nah bei der Elfenkönigin angekommen. Sie war ganz ruhig. Sie kannte die Prophezeiung, doch dachte sie nie, dass sie es selbst trifft. Sehr viele Mondfeen vor ihr haben hier gelebt, ohne dass die Prophezeiung wahr wurde. Die Elfenkönigin gab Tiri ein Zeichen, sich neben Lori zu stellen. Lori, da du noch sehr jung bist, stelle ich dir Tiri weiter zur Seite, so dass du deine Aufgabe erfüllen kannst. Lori und Tiri nickten zur Elfenkönigin und schauten sich kurz in ihre Augen. Wenn man so nah bei der Königin steht, fühlt es sich einfach wunderschön an. Ein Gefühl des Vertrauens, des Geliebtwerdens strahlte die Elfenkönigin aus. Jetzt beginnt eure Reise. Vertraut auf euch, achtet auf euch. Seid gewiss, jeder hier ist in Gedanken bei euch, sprach die Elfenkönigin. Sie hob das Zepter, die Spitze leuchtet immer heller und heller. Um Lori und Tiri formte sich eine Kugel aus Licht. Ih! Schrie Lori vor Schreck, und beide waren verschwunden. Das war der zweite Feenschrei und nicht der letzte. Das Ritual. Der Schweiß spiegelte von seiner Stirn. Durchsichtige Perlen, die im Kerzenschein reflektierten. Es war kein Angstschweiß, obwohl es nicht auszuschließen wäre. Nein, es war die ungeheure Anstrengung, eine Konzentration, die keinen Fehler erlaubte. Niemals. Nur der geringste Fehler, eine kleine Abweichung, wäre tödlich für ihn. Wie oft er diese Prozedur vollzogen hatte, immer gleich, spielte keine Rolle. Sie ist immer neu und muss doch absolut gleich sein. Wie eine Zahlenreihe, wie das Wasser, das durch einen Bergbach fließt. Das Siegel. Ja, das war sein Siegel. Er malte das Zeichen des Dämons immer gleich. Sein Blut ist die Tinte, um es auf den Steinboden zu zeichnen. Er musste das aufkommende Gefühl der Angst unterdrücken, schnell und mit völliger Ruhe. Eine Überhand des Gefühls wäre sein sofortiger Tod. Es bedeutet, Macht ihn zu rufen, viel Macht, von der er sich berauschen würde, eine Sucht. Vielleicht, doch ohne Belang für ihn. Seine düstere Absicht steht über allen Erdengütern und mit so etwas Profanem würde er sich nie abgeben. Eine Schweißperle verlor den Halt von seiner Stirn, lief über die Nase und tropfte an der Spitze ab. Er verfolgte ihre Flugbahn mit seinen Augen, für ihn wie in Zeitlupe, Richtung Boden. Beim Aufprall in den Bannkreis verdampfte der Schweißtropfen augenblicklich. War es schon genug Nahrung für ihn, würde es ihm reichen, den Bannkreis zu brechen. Nie würde der Dämon ihm seine ganze Macht zeigen, nie würde er dem Hexer wissen lassen, wie mächtig er wirklich ist. Solange er ihn in dem Bannkreis gefangen hält, wird er sicher sein. Sicher ist ein Gedanke mit Tücken. Er vermied es sorgfältig, nochmals einen Tropfen seines Körpers zu verlieren, um ihm eine mögliche Nahrung zu gewähren. Der Beschwörte, noch nicht vollständig in dieser Welt verankert, schmeckte Salz in dieser köstlichen Flüssigkeit. Ihren Geruch würde er nie vergessen, seiner Spur überall folgen können. Der Bannkreis fesselte ihn in diese Welt und das Siegel befahl ihm zu erscheinen, ein Zwang, dem er folgen musste. Sein Siegel wurde gezeichnet, sein Name wurde gerufen. Der Hexer spürte die Kälte, die jedes Mal aufkommt, eine Dunkelheit, die keiner Beschreibung zulässt. So, als gäbe es kein Licht mehr, nur diese fahlen, schwarzen Strahlen von dunkler Energie. Kein Insekt zirpte, kein Pferd wagte zu wiehern und kein Hund bellte. Stille breitete sich aus, eine tiefe Stille. Die Tiere spürten, wer kommt, sie kannten weder seinen Namen, noch kannten sie sein Aussehen. Selbst sein Geruch von faulenem Fleisch würde keinen Geier dieser Welt dazu veranlassen, auch nur eine Schwinge zu erheben. Der Lockduft des Todes schweifte durch die Luftmoleküle, zerfetzte die Luft wie ein Gift, das langsam unaufhörlich stärker wirkt. Wie der Lockduft einer Orchidee, die den Insekten ihr Ziel anzeigt, doch diesen Geruch war anders, vollkommen anders.
Jedes Geschöpf kannte ihn, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Er war schon hier, als es noch kein Lebewesen die Erde bevölkerte. Er wartete nur auf sie, um seinen Schrecken, seine Qualen zu verbreiten. Lebewesen spürten seine Aura. Es verursachte eine Störung in dem Magnetfeld um ihn herum, ohne jedoch auch nur einen Kompass davon wissen zu lassen. Diese Hemmung im Magnetfeld war vorherrschend die Wirkung bei den Tieren, still zu sein. Eine schmerzhafte Übelkeit und eine Disorientierung der Sinne löste sie beim Menschen aus. Nur sehr wenige der Erdbevölkerung haben in seine Augen gesehen und noch viel weniger haben es überlebt. Die Zahl derer, es überlebt haben, würde niemals über eine bestimmte Zahl hinausgehen. Diese Sperre ist nicht zu überwinden. Das Siegel selbst verrät die Zahl, die es schafften, und nur der erfahrenste Hexer kann es deuten. Die Luft knisterte, vibrierend wie bei einer starken Stromquelle. Die Haare am ganzen Körper des Hexers standen weit ab. Eine Gänsehaut verbreitete sich an seinem Körper. Ein kaum merkliches, unheilvolles Brummen drang in seine Ohren ein. Eine tiefe, langsame Schwingung erfüllte den ganzen Raum, der sich an der obersten Spitze eines Turms befand, seinem Hexenturm. Das Unwetter, das außerhalb tobte, merkte er nicht. Weder das Krachen des Donners noch die hellen Blitze in der dunklen Nacht. Seine volle Konzentration war hier bei ihm. Hier bei ihm? Ja. Herr aller Fieber, Herr aller Seuchen, ein dunkler, grinsender Engel mit vier Flügeln, faulende Genitalien, scharfen Zähnen, durch das das Böse pfeift. Der Hexer spricht die letzte Beschwörungsformel: Ambri Pazuzu Sakuna del Ena Pana Panahat Pazuzu ist erschienen. Seine starken Krallenfüße standen fest im Bannkreis, seine Krallen vertieft im Boden, die Haut ist dunkel, fast schwarz. An seinen Waden ein Sporn, der nach oben zeigt. Kräftige Beine, verfaulende Genitalien, kein Bauchnabel. Denn ein solcher Dämon wird nicht geboren, er wird erschaffen. Die Flügel sind lederartig, mit Rissen und Löchern, aus alter Zeit. Arme kraftvoll, doch kein Blut, das durch die Adern fließt. Die flüssige Substanz ist schwarz und intelligent. Das Haupt ist quadratisch, gelbe spitze Zähne in seinem Maul, die Augen tief schwarz, ohne Leben, mit leicht ovaler Form. Ein Gesicht, das jeder Beschreibung spottet, verzogen, verzerrt, unwillkürlich in seinem Sein. Eine tiefe, bedrohliche Stimme erklang im Kopf des Hexers. Ein metallischer Geschmack breitet sich in seinem Mund aus. Die Stimme, die er hörte, wurde nicht durch seine Ohren vernommen, sondern sie war direkt in seinem Kopf. Ein Zwang, der mich hierher brachte, ein Zwang, der überlegt sein sollte. Es war nicht nötig, für den Hexer mit Worten zu sprechen, es reichte völlig, seine Gedanken zu senden, ohne Furcht, ohne Zweifel, nur der Gedanke des Befehls. Sende deine Herrscher aus, verteile deine Seuchen, soll die Seuche alle magischen Wesen treffen und niederstrecken. Im Auge des Hexers blickte der Wahnsinn durch. Angenehm für Pazuzu. Der Befehl sei gewährt, der Dämon verschwand im selben Augenblick, das Leben zog er mit in die Dunkelheit, aus der er gerufen wurde. Das Letzte, was der Hexer qualvoll spürte, was ihn in seine Haut abfiel und ein unerträgliches Fieber sein Leben verbrannte, ihn traf die Seuche zuerst. Die Pyramide. 14.436 Jahre vor Christus. Das Pyramidon ist fertig. Sehr gut. Sind alle Zugänge darauf markiert? Natürlich, so wie ihr es sagtet. Gut, gut. Lasst es uns ansehen. Bitte folgt mir. Sein Gefährte öffnete den schweren Zeltvorhang. Trockene, heiße Luft drang in seine Lungen. Nur trockene Luft? Nein. Noch etwas anders Unheilsames brachte die Luft mit, schwer und weich zugleich. Vor dem Zelt stand das Pyramidon auf einer schwebenden Barke in 1,5 Meter Höhe. Das Pyramidon war aus purem Golde gefertigt worden, bis auf die Spitze.
Die Spitze bestand aus einem weißen Kristall und leuchtete im Sonnenlicht. Auf jeder der vier Seiten waren tiefe Gravuren mit Platin gefüllt. Die Gravuren zeigten die Eingänge auf jeder Seite der Pyramide in exakter Höhe und den Ort der Seitenwände an. Das ist eine sehr gute Arbeit. Ich danke dir. Er trat an die Barke heran und berührte die Kristallspitze mit seinem Finger. Nur ganz kaum merklich. Doch der Kristall pulsierte sofort eine kurze Zeit auf wie eine Bestätigung. Die Barke fiel zu Boden und das Pyramidon schwebte alleine in der Luft. Eine langsame Drehung setzte ein, das Pyramidon bewegte sich nach und nach in die Höhe. Der Kristall pulsierte stärker in hellen Farben und das Pyramidon stieg weiter empor. Im Hintergrund stand die gewaltige Pyramide, ein imposanter Anblick. Sie war spiegelglatt aus weißem Kalkstein, glänzte in der Sonne, dass es einem die Augen blendete. Sind alle Gänge im Inneren gesichert? Ja, alle Gänge wurden geschlossen. Auch die kleinen? Fragte er mit einem Lächeln. Die wurden zuerst geschlossen. Nun gut, dann ist es soweit. Versiegelt alle Eingänge. Sein Begleiter gab das Zeichen. Er hob beide Arme in Brusthöhe und klatschte beide Hände zusammen. Das Zeichen wurde sogleich weitergegeben und durchgeführt. An allen vier Seiten der Pyramide wurden die letzten Steine in der Ummantelung hineingeschoben. Ein kurzer Laut, kleine Staubwolken an allen vier Seiten. Die Pyramide ist versiegelt. Das Pyramidon schwebte jetzt über den höchsten Punkt der Pyramide. Es richtete seine Seiten der Pyramide an und verharrte bewegungslos. Ein Schnipp mit seinen Fingern und das Pyramidon setzte sich auf die Pyramide nieder und vollendete das Bauwerk. Das Wasser wird kommen, sagte er langsam. Sein Begleiter fragte, ist das Wissen gut bewahrt? Ja, ist es. Werden Sie es verstehen? Werden Sie es vergessen? Ja, oh ja, Sie werden es vergessen. Eine kurze Ruhe trat ein, doch sie wird wiederentdeckt, sprach Todd, der Atlanta. Ende. Ja, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, heute mal ein etwas anderes Video. Ja, ansonsten denke ich mal, wird noch ein Video rauskommen, bevor wir in das nächste Jahr rüber wechseln. Ja, und bis dahin, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Danke fürs Zusehen. Ja, wenn ihr auch dazu Fragen habt, natürlich immer gerne beantworte ich sie. Also habt noch eine gute Zeit. Wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.